Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush von Wicked zurück bei Let's Play High Warriors 2 Zeit der Verheerung. Nachdem wir die letzten beiden Parts mit einer Herausforderung verbringen mussten, hoffen mal, dass die nächsten uns nicht ganz so lange beschäftigen werden. Werden wir schon sehen. So, die Eroberung Hyrule's. Damit geht es jetzt weiter. Ja, mit der Verehrung Ganon und der gute alte Koga. Heil-Items kann ich verwenden. Ja, ein Zeitlimit gibt es auch keins. Das sieht herrlich aus. Vielleicht werde ich gleich auf Maximum Rubine gehen. Moment, ja. Ich bin derselben Ansicht. Kanon doch gar nichts gesagt. Oh man. Aber gut. Das wäre auf jeden Fall wieder eine alternative Zeit, wo Koga wieder dem Bösen verfällt und gemeinsam mit der Verheerung alle, ja, niedermacht. Können wir mal machen, ne? Nachdem wir versucht haben, jetzt uns gegen die Verheerung zu stellen, müssen wir jetzt wieder mit der Verheerung gemeinsam arbeiten. Eieiei, aber hier ist ein bisschen zu eng zum Voranschreiten. Also ich kaum den Weg hier. Okay, zuerst mein Bruder Darok. Sorry. Oh. Und jetzt sind auch die Nanowächter von unserer Seite. Muss man sich erstmal ausmalen. Schluss jetzt. Oh, der Nanowächter ist in harten Kampf. What? Ja, so sieht's aus, mein lieber Darok. Super, auch noch an unserer Seite. Frag mich, ob man ihn auch mal irgendwie freischalten kann. Wäre schon cool. Eieiei. Da geht der Nanowächter schnell down. So, wo lang jetzt? Ach ja. Mifa halt auch noch. Link macht also wirklich nach und nach die ganzen Nanowächter fertig. Ich sollte mich also ranhalten. Oh. Impa und ein Hyrule Hauptmann, hä? Na schön. Oh, was? Wie viel Damage hat das denn gemacht? Und da ist immer noch ein Hauptmann übrig? Nicht schlecht. Ja, hast du. Ah. Ach komm jetzt. Schluss jetzt mit diesem Hauptmann. Eieiei. Link will ja abgehen. So,
So, come on. Hm. Rache ist süß, ne? So. Zorn! Ich habe Zorn! Bam! Moment, hat er eine Truhe hinterlassen? Naja, selbst wenn die öffnet sich eh automatisch. Ich hoffe es zumindest. Keine Chance für euch. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Ihr könnt die Verheerung nicht stoppen. Oh, Bosa. Eieiei. kommt gleich die nächste Kommandantin nach, hä? Aber sobald Obosa down ist, kommt niemand mehr hinterher. So. Hoho. Hm. Es kommen immer mehr Orni-Hauptmänner. Oh, ist noch nicht erobert. Erster? Der muss auch beschützt werden, ne? Okay. Wo ist denn eigentlich Link? Hier ist er. Erster ist alleine und muss sich gegen die, gegen so viele hier stellen. Okay, aber wir sind gleich da. Was ist denn noch schnell hier? Oh, Koga sollte vielleicht mal hin. Und die Verheerung macht weiter mit der Eroberung hier. So. Der Overkill hier. Bam. Zack. Oh, Moment, da ist noch eine Festung zu erobern. Oh oh. Esther ist in Schwierigkeiten. Ich gehe am besten hin. Um ihm zu helfen. So, das sind wir. Ohne unnötige Hilfe? Du sprichst ja gerade mit der Verehrung selbst. So. Ah, ja. So, Link. Wow, wie viel Damage schon wieder jetzt... Ist gut, dass ich mich noch mal heilen kann, ey. Jetzt reicht's, Verheerung! Zorn der Verheerung! Haha. Spüre den Zorn der Verheerung! So. Eieieiei. Ach, schade. Oh. So. Immer weiter feste drauf. Jetzt kommt ohne Hauptmann, um ihn zu unterstützen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was los war. Oh, shit. Ah.
glaube, ich sollte lieber zu Koga wechseln. Der soll es beenden. Seine heldenhafte Stunde ist wieder gekommen. Sehr schön. What the? Na, warte. Mega Laser! Bruh! Und Link ist down. Das ist mit so einer freudigen Tonausdrücke. Echt krass. So, jetzt heißt es noch schnell. Das will ich nämlich auch noch machen, während hier Super ist er beschäftigt hier. Passt schon. Wir räumen jetzt hier auch mal ein bisschen auf. So. Bam, 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 bam. Okay. Dein Leben, Fräulein. Bam. Ja? Was glaubst du, was wir hier versuchen? Wir versuchen hier alles. So, nimmt er sich eine Banane, um sich zu beruhigen. Der nächste Oni-Hauptmann. So. Gehen wir fest drauf mit dem Mega-Laser. Kamera? Voll dem. Boah, wie das hier bisschen buggy war gerade. So. Lieber Verehrung, kommst du? Wir haben noch Rivali zu besiegen. Bevor wir uns Zelda vornehmen müssen. Okay. Alle überrollt hier. Den seid ihr beschäftigt gerade. Sehr schön. Heilungsgegenstand ist immer willkommen. Also Esther geht schon richtig ab hier. Als wundert mich, dass sie nicht auch noch spielbar ist. Und vielleicht kommt das noch, weil ich meine, wenn schon die Verehrung Ganon spielbar ist. Dann müssen wir nicht wohl überraschen, wenn das auch noch für Esther gilt. Okay, aber jetzt, hier sind wir falsch. Wir wollen eigentlich hier weitergehen. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Ich weiß nicht, gibt es einen Weg? Na, da oben. Das hat ein anderes Stockwerk. Hinter der Wand können wir nichts finden. Weil hier gibt es ja keine zusätzlichen Crocs. So ein weiterer Heilungsgegenstand wäre auch nicht schlecht hinter Kisten. Hm.
Nein. Lass gut sein, Orni-Hauptmännchen. Los, komm schon. Bam. So, so viel dazu. Bislang immer noch Rubine. Come on. Gib auch mal einen Heilungsgegenstand zur Abwechslung. So, der nächste Orni-Hauptmann, der letzte, der noch Rivale beschützt. Boah. Da wir gerade von ihnen reden. Da kommt er schon. So, Rivali, gleich ist es vorbei mit dir. Oh, wow, wow, wow. Oh, das wär's. König. Oh, der König selbst noch. Bevor geht es mal schnell, das hier zu erobern. Morn, mach den Anführer down. So, immer weiter. So viel dazu. Wo ist der König? In der Mitte. Er ist wahrscheinlich immer noch mit ein paar kleinen Gegnern beschäftigt. Meinetwegen. Oh, da ist er schon, unser König. Ah, shit. Oh, Mann. Au, 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 au. So. Laserattacke! Bam! Wenn ich, auch wenn ich nichts sehen kann. Die Kamera, ey. Jetzt haben wir es auch mit der Elitewache auch noch zu tun. Okay. Schon sagen, ist die Fährung auch unterwegs? Ja, da ist er schon. Um ein bisschen den Kampf zu unterstützen. Wow, wow, wow. Ich sehe kaum was. Die Fährung gar nicht mehr dasteht, statt dass er angreift. Greif ihn doch an! Stehst du so da? Was machst du? So. Das überlasse ich jetzt dir. Und tschüss. So, er hat dringend eine Heilung nötig. Und jetzt ist Zelda selbst dran. So, die Zornleiste ist fast wieder voll. Ich renne wieder vollkommen falsch hier. Was ist nur los mit mir hier? Erster will uns wahrscheinlich hier nicht, ja, meinetwegen, genauso wie Super. Dann ist es uns beiden wohl vorbehalten. Kommst du?
Zuerst mal gilt es hier, das zu erobern. Oh! Bam, 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 bam! Oh, Steraco kommt auch noch! Na gut, ja, er ist auch praktisch beschützt als Prinzessin. So. Verehrung darf hier wieder abgehen. Ha, Zelda wird nicht getroffen? Was ist das? Setzt sie nicht ihre Kräfte ein? Oh! Was sollen wir jetzt beide treffen hier? Also. Okay. Ich hasse es, sie beide angreifen zu müssen. Nein! Zelda soll das eigentlich nicht treffen. Naja, gut. Das kann ich vielleicht zum Vorteil nutzen. Alter Schwede. Jetzt aber. Okay. Boah, wie weit hat sich denn die Zornleiste erhöht? Ja, so viel zu Terrako. Oh. Bomben. Lass deine Bomben stecken. Ah! Alsch. So, diesmal habe ich das richtige Modul ausgewählt. Oh, mit der Zornform. Und das wär's. Oh, krass. Ja, mein alternatives Universum, wo die Währung Ganon erfolgreich hier alles erobern konnte. Mann. Ja, aber damit haben wir auch wieder eine Weile verbracht. Deswegen muss ich auch den Part schon an der Stelle beenden. Ja, was sein muss, muss sein. Ach, was denn jetzt noch? Das letzte Gefecht. 91. Es ist wirklich das letzte Gefecht, was? Ja, da steht uns was noch bevor. Aber wie gesagt, das dann ab dem nächsten Part. Und wem ihr gilt, wenn es gefallen wusste, das ist bestimmt mehr sein. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann seht ihr das beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush für den geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Hyrule Warriors 2 Zeit der Verehrung. Also auf Wiedersehen und tschüsschen, Leutchen.